Guten Tag, mein Kind. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Spreche ich gerade mit der Herr Robert? Nee, mit dem Herrn Habeck. Sind Sie der Herr Habeck, ja? Ja. Okay, schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Marco Janssen und ich rufe Sie gerade an von Düsseldorf, von Börse Düsseldorf. Ja, hören Sie mich? Nee. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute wird's ein bisschen creepy. Also so richtig creepy. Und von daher hier die eindringliche Warnung. Wer ein kleines bisschen zart beseitet ist und, naja, bei Beleidigungen lieber weghört, der sollte das Video heute tatsächlich meiden. Also ernsthaft gemeint. Dann jetzt abschalten. Denn heute... Nicht von mir. Heute wird das Video dann doch etwas extrem cringe und total verrückt. Ich habe hier auf dem Kanal schon viel erlebt. Sehr viel. Und ich habe auch schon viele Beleidigungen gehört. Und ja, die Beleidigungen, die unterscheiden sich ja kaum bei den Betrügern. Das aber ab jetzt, also genau jetzt nach dem Intro, das gesamte Gespräch daraus besteht. Hatte ich so in der Tat auch noch nicht. Und dadurch, dass das so krass ist, ja... Bitte ich alle, die wirklich zart beseitet sind und das nicht hören möchten, jetzt abzuschalten. Wie gesagt, ernsthaft gemeint. Ansonsten für alle anderen, die sich über den Betrüger lustig machen möchten und ja, oder sich darüber informieren möchten, was da für Leute am Telefon sitzen, die euch hier Trading-Produkte verkaufen wollen und die angeblich von der Börse anrufen, was die alles so vom Stapel treten und wie seriös die wirklich sind. Alle, die können jetzt dranbleiben. Holt euch einen Kaffee und einen Stuhl, macht's euch bequem, denn jetzt wird's so richtig unangenehm. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welchen Menschen wir es hier in Wirklichkeit zu tun haben. Wieso denn? Hallo, du Arschloch. Arschloch, hören Sie mich? Was für ein Arschloch bist du? Zuckerstange. Na Mensch, gleich zu Beginn des Gesprächs direkt gezeigt, von was für einer Firma er anruft. Bestimmt nicht von irgendeiner Börse. Der ruft ganz tief irgendwo aus dem Untergrund an. Also ganz, ganz tief. Wie tief kann man eigentlich noch sinken? Die rufen an und beleidigen einen gleich zu Beginn des Gesprächs. Und denkt, er ist irgendein Manager von irgendeiner Börse. Naja, also, dass das hier kein Manager von irgendeiner Börse sein kann, hat er uns ja nun selbst bestätigt. Was bist du? Bist du ein Fisch oder was? Nein, eine Brotbüchse. Bist du heute gefickt vielleicht so mit dem anderen Mann oder was? Vom Weihnachtsmann? Nee. So mit einem anderen Arschloch meine ich. Oh. So, bestimmt bist du ein Arschloch, oder? Oh. Was magst du so, Mann? Ich möchte das nicht. Aber du bist so sehr komisch, Mann. Ein komisch? Oh. Ja, natürlich, du bist ein komischer Mann. Ein komisch? Oh. Wie alt bist du denn? Weiß ich nicht. Wissen Sie es? Nee. Hab ich vergessen. Wieso? Oh, Mann. Bist du verrückt oder behindert? Was bist du? Oh, was machen Sachen, Bruder? Ich hab kleine Bienchen, die kann man streicheln. Eine Bienchen? Musst du jetzt so in die Toilette gehen oder was? Hm? Mann, so, Herr Habeck. Ja, bitte. Bestimmt, Sie haben nie in Ihrem Leben so gefickt. Deswegen bist du so behindert. Ein komischer Mann, okay? Weil, nur ein komischer Mann mag so wie du. Ja? Ja, natürlich. Nicht schlimm. Wie nicht schlimm? Nicht du Arschloch. Wie nicht schlimm? Danke. Das ist so sehr... Gerne. Bitte. Wie alt bist du? Sagen Sie mir Bescheid. Hm? Ich mag Bienchen. Ein kleines Zauberbienchen.
Bienchen und die Zuckerfabrik. Hey Bienchen ho, Bienchen, hey Bienchen ho. Hey Bienchen, go, go, go. Guck, guck, da ist er ja wieder. Das hast du heute gekriegt? Hallo. Ja. Hallo. Ich bin noch da. Arschloch, hören Sie mich? Nee. Warum? Was? Oder weil Banane ist krumm. Weil Banane ist gerade, dann bist du gefickt, du verdammter Arschloch. Ja. Geh mal weg. Oh. Du Hurensohn. Ja? Eine deutsche Penner. Du bist eine deutsche Penner. Und was bist du? Ich? Ja. Ich bin so ein normales Mensch, Mann. Ja, wo kommst du denn her? Nicht so wie du, ein verrückter Mann, ein komischer Mann, ein Arschloch-Mann. Du ja. bist alles. Ja, und wo kommst du her? Das sage ich Ihnen nicht, weil du ein verrückter Mann bist. Warum haben Sie die dummen Deutschen abzocken? Weil du ein verrückter Mann bist, ne? Deswegen sage ich Ihnen nicht. Ach so. Du, eine deutsche Penner, geh mal so im Bahnhof schlafen, Mann. Im Bahnhof? Nee, das ist doch ja, natürlich. Da hab, ich hab also, der Bahnhof ist für dich, Mann. Billige Matratze musst von du, der 1.de bestellt. Musst für 599 Euro. Ohne Besucherritze. Musst du so im Bahnhof schlafen? Ich dachte vorher immer, das muss 1.000 Euro kosten oder mehr, aber muss ja gar nicht. Ich bezahle das für dich. Ja? Okay, ja. Das ich gerne an, nehme immer gerne was umsonst. Und kannst du heute gerne so im Puff gehen? Nee, wir ich werde so für dich so 50 Euro bezahlen. Nee, du ein komischer Mann. Keine Puffe bei uns in der Stadt. Das gibt's hier nicht. Die sind alle pleite gegangen bei Corona. Kannst du nicht mehr hören bei uns. Das ist alles zu. Also, ich hab so keine Zeit, okay, nee. Mit ihnen so zu verlieren. Weil du ein komischer Mann bist, ne? Weil wenn du ein normales so Mensch bist, ne? Dann sprichst du so normal, so wie ich. Geh mal sterben, Mann. Das wie macht die Kuh? So wie deine Mutter macht die Und Kuh. Und wie dann. Macht eine kleine Kuh? Müh. Oder wie deine Tochter. Müh. Hast du einen Tochter? Müh. Ich werde dann so deine Tochter so gerne ficken. Ja. Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Auf jeden Fall. Ja. Ich werde gerne dann zu dein Tochter ficken. Aber meine du, Tochter, eine Hurensohn. Aber meine Tochter hat Down-Syndrom. Wo ist deine Tochter? Im Bett? Nee, die hat Down-Syndrom. Okay, dann zu deiner Mutter, deine Frau. Ja, die geht. Die hat kein Down-Syndrom. Dein Cousin dann? Ja. Die Hochzeitliste, Mann. Ja. Ja, natürlich. Ich ja. werde gerne deine Hochzeitsliste ficken. Okay. Du, eine Hurensohn. Ja, also wenn du meine Hochzeitsliste ficken willst, ja, dann hast du da etwa 55 Schwule drauf. Dann hast du dir ja was vorgenommen. Nee, die Schwule sind nur für dich. Also man kann jetzt hier nur nochmal wiederholen, dass der von einer angeblich seriösen Tradingbank anruft. Tja. Also das obszöne Gelaber von diesem netten Herrn. Ich weiß mal nicht, was der für Störungen hat. Und ich weiß auch nicht, warum die jedes Mal auf die sexuelle Schiene ausrutschen müssen. Aber es ist doch einfach, es ist doch nur, also es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Gibt's da keinen Chef, der irgendwie daran interessiert ist, dass die Mitarbeiter vernünftig Geld verdienen? Also mal, selbst wenn es jetzt ein Betrüger-Callcenter ist, dann will ich doch einen guten Ruf hinterlassen, damit der Kunde bei mir Geld einzahlt. Spätestens, wenn ich es noch ein zweites Mal probiere. Aber wenn man solche Leute an der Leitung hat, dann versauen die sich das definitiv für die Ewigkeit, egal wer danach nochmal anruft. Aber es ist doch, ich verstehe es nicht. Also man findet wirklich kaum noch Worte dafür, was da für Menschen sitzen. Und keine Ahnung, Deutsch können sie alle nicht. Aber im Beleidigen und mit ihren sexuellen Störungen da, das können sie alle super gut. Ich weiß mal auch nicht. Dass man so sein Geld verdienen muss, ist wirklich schon extrem traurig. Das Schlimme ist, es gibt Menschen, die ja mit solchen Leuten sympathisieren.
Dann hat er vielleicht noch nicht von Anfang an beleidigt. Aber ich weiß auch gar nicht, warum der hier von Anfang an beleidigt hat. Vielleicht wusste er in diesem Fall, dass er bei mir hier nichts verkaufen wird und dass das nur ein Fake-Konto war. Aber selbst trotzdem, dann benimmt man sich doch wenigstens noch ein kleines bisschen am Telefon und sagt, ja, hier, pass mal auf, denn melde dich doch bitte nicht mehr auf unserer Seite an, weil geht so nicht. Würde jetzt eine seriöse Firma zumindest machen, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Aber es wird ja immer unterirdischer. Man kann das eigentlich schon kaum noch in Worte fassen, wie primitiv und beleidigend die hier werden. Ich meine, mich stört's ja nicht. Ich weiß ja, wie ich mit solchen Leuten umgehen muss und was ich davon halten kann. Denn letztendlich macht er sicherlich den schlechteren Job von uns beiden. Ich sitze auf jeden Fall auf meinem warmen Stühlchen hier bei mir zu Hause in meinem Büro. Und der sitzt auf jeden Fall irgendwo im Untergrund in irgendeinem versifften, lauten Callcenter, wo wahrscheinlich sonst auch noch laute Musik läuft. Haben wir ja jetzt hier in dem Fall heute mal nicht. Normalerweise kann man ja diese Betrüger-Callcenter an der extrem lauten Musik im Hintergrund schon identifizieren. Naja, und wenn es nicht die Musik ist, dann ist es definitiv der Akzent. Nichts gegen Leute mit Akzent. Na, also es soll jetzt hier nicht irgendwie falsch rüberkommen. Aber was soll denn das? Ich weiß es nicht. Beleidigen können die alle. Und vor allem immer irgendwie das Gleiche. Können die nicht mal neue Beleidigungen? Das ist doch langweilig. Mittlerweile schockiert mich das ja nicht mal mehr. Aber es ist einfach nur wahnsinnig traurig, was da für Leute sitzen und wie die mit anderen Menschen umgehen. Denn letztendlich geht man eigentlich respektvoll miteinander um, wenn man sich nicht kennt. Tja, aber der hier, der hat definitiv nichts mehr mit Respekt verdient. Bei dem hoffe ich, dass irgendwann ganz schnell die Handschellen klicken und dass der eingebuchtet wird. Na, mal schauen, was er uns noch so alles zu sagen hat. Das Gespräch geht ja hier noch ein kleines bisschen. Für mich sind nur die Frauen, Mann. Ja, aber da waren doch keine Frauen bei meiner Hochzeit. Es gibt Mensch. Da scheint wohl einer auf ein kleines Schiff. Es gibt definitiv auf deiner Hochzeitliste so viele Frauen, Mann. Nee. Tja, also da hat sich der Betrüger definitiv selbst ins eigene Knie geschossen, denn an diesem Punkt habe ich tatsächlich nicht gelogen. Auf meiner Hochzeit waren definitiv mehr Schwuppen unterwegs als Frauen. Und 99% der Frauen, die auf unserer Hochzeit vertreten waren, die waren dann schon etwas älter und würden sich definitiv nicht mit so einem Hanswurst hier einlassen. Da gab es keine Frauen. Definitiv, es gibt. Da war nur meine Mutti und die ist schon schrumpelig. Okay, dein Mutter dann. Ja. Gerne. Wenn du auf schrumpelige Frauen stehst. Und wie viele so Schwule gibt auf deiner Hochzeitsliste? Ne, nur. War ja eine Schwulenhochzeit. Es gibt nur eine. Hä? Ich war doch nicht eine Hochzeit. Du Hörensohn, ich werde deine Hochzeitsliste schicken, du verdammter Arschler. Welchen Rucksack? Deine Tochter, deine Mutter, deine Hochzeitsliste, alles. Für die Hochzeitsliste. Ja, aber wie gesagt, auf der Hochzeitsliste findest du ein paar Schwule. Du bist eine verdammte Arschloch, ich höre es dir. Du bist so Maniak, Mann. Ja? Ja. Mhm. Hast du Moseller gehört, Maniak? Was für ein Ding? Was ist denn das? Hast du ein Lied auf Deutsch gehört, Maniak? Nee, was denn das? Nee, du bist ein Maniak, Mann. Und was ist ein Maniak, Mann? Maniak ist so deine Mutter. Ach so. Ja, natürlich. Darf ich so heute Abend so deine Tochter zu ficken? Aber deine Tochter sollte so vorbereitet so für mich sein. Sonder fick ich ihn nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Betrüger sowieso absolut ekelhaft sind, aber das hier ist schon wirklich unter aller Würde. Ich meine, der weiß ja erstens überhaupt gar nicht, wenn ich eine Tochter hätte, was nicht der Fall ist, aber dann wüsste er ja auch nicht, wie alt diese ist. Es könnte ja schon ziemlich kriminell werden, was die da eigentlich so sagen, aber es interessiert die ja nicht. Zurückverfolgen kann man die nicht. Die haben ja gespoofte Telefonnummern, also gefälschte Telefonnummern. Da wird irgendwas Falsches im Display bei euch angezeigt, aber nicht die wirkliche Rufnummer, die dahinter steckt. Und somit ist eine Rückverfolgung der Kriminellen nahezu unmöglich. Tja, praktisch. Und die Webseiten, bei denen man sich da eintragen kann, naja, die sind halt auch über sämtliche Serververkettungen irgendwo im Nevada versteckt. Aber das ist eben das Problem. Man kann die kaum zurückverfolgen. Leider.
Eigentlich gehören solche Leute nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern in irgendwas Psychotisches mit Handschellen und eine Dauerfixierung. Denn wenn Menschen sowas ablassen, es ist doch einfach nur noch widerlich. Also ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Das, das ein oder andere Mal kam mir hier schon, ob ich ausländerfeindlich wäre in den Kommentaren. Nein, bin ich nicht. Ich bin mit einem Kanaken verheiratet. Also was wollt ihr von mir? Aber ich frage mich, was soll denn das? Da kann ich doch nicht mehr freundlich bleiben. Ich meine, ich versuch's hier in meinen Videos immer. Aber das geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich verstehe es nicht. Also da ist man wirklich sprachlos über solche Intelligenz am Telefon mit solchen Wortlauten. Und da kann er dann plötzlich wunderbar Deutsch sprechen, wenn es unter die Gürtellinie geht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil die sich nur so unterhalten. Und nee, das Wort Kanake ist bei uns zu Hause kein böses Schimpfwort. Wenn wir gerade lustig drauf sind, dann rufe ich auch Kanake, komm mal her oder irgendwie sowas. Das ist einfach, ne, man muss sich halt zwischenmenschlich verstehen und wissen, wie es gemeint ist. Es ist einfach lustig und sinnbildlich gesprochen, dass man sich ja darüber lustig macht. Aber das ist einfach, verstehe ich immer nicht, dass Leute auf einzelne Wörter rumreiten. Man muss sich halt einfach nur immer im Klaren sein, in welchem Kontext das Ganze zueinander steht. Ich hab ja gar keine Tochter. Doch. Nee. Hast du schon. Ja. Definitiv hast du. Oh, dann kenn ich definitiv den. Hast du schon einen Tochter, Mann. Vielleicht kannst und du ich werde vorstellen. Ich kenne die nicht. Wo hast denn die Nee, nee, verstehe ich ihnen nicht. Weil nee. Du ein Arschloch bist, ne? Deswegen. Jo, das ist nicht schlimm. Das höre ich öfter. Das ist so nicht schlimm für dich, aber für mich ist so sehr, sehr schlimm, Mann. Oh, Mitleid. Ja, doch. Oh. Hast du vielleicht so heute so einen Mann so gefunden, damit sie ficken könnte? Nö, der liegt noch im Bett, 12.30 Uhr. Und was machst du gerade im Bett? Home of Scampel, da kommst du ja nicht mehr aus dem Mupfel raus. Da habe ich den ganzen Tag nur... Spielst du gerade so mit ihrem Schwanz oder was? Nee, jetzt gerade nicht. Du bist schon fertig. Bist du schon fertig? Ja, Banane haben wir schon geschält. Und du? Nicht immer das Mikrofon ausmachen. Ich meine, nur mit den Frauen und so mit deinem Tochter. Ja. Nicht mit Männern, die sind nicht für mich. Für also mich irgendwie sind den nur die Fleck Frauen. Von Dennis Wilson. Das kann sein. Bist du ein Sohn von Dennis Wilson oder irgendwie sowas? Das hört sich so an. Kennst du Dennis Wilson? Du sagst er will er nicht. Also, wiederhole nochmal. Ja, ob du Dennis Wilson kennst. Also, kenn ich nicht. Nee, schade. Ja, oder? Schade für dich, aber nicht für mich. Du hast den gleichen Slang wie Dennis Wilson. Also, du Hörsohn. Ja. Sohn einer Freudenhausangestellten. Hast du vielleicht deine Mutter so in der Nähe? Sag mal, Sohn einer Freudenhausangestellten. Du Arschloch, hören Sie mich? Ich höre nichts, nee. Okay. Ja, okay. Darf ich Ihnen so heute Nachmittag ficken? Du kannst ja heute Nachmittag nochmal anrufen. Aber ich wollte Ihnen so gerne fixen. Nee. Da bin Wieso, Mann? Bist du voll so mit Schwanz oder was? Was? Nee. Bist du satt so vielleicht mit Schwanz? Ja, oder? Ich bin heute satt mit Schwanz, ganz genau. Aber man das auch sagen. Heute so bestimmt, so bist du gefickt, so mit einem Mann, oder? Ja, schon fertig. Und wie lange dauert es? So Sex mit ihnen zu machen? 2-3 Stunden, 4 Stunden? Kommt drauf an, ja, kann auch mal, ja. Wie lange so normalerweise? So über 2 Stunden, oder? Das kommt nochmal drauf an, ob das jetzt gerade bei H&M eine Umkleidekabine ist, dann hielt es auch mal in 10 Minuten. Ansonsten, ja, hielt es auch schon länger, ne? Ich meine, wir haben da gerade so eine neue Schaukel an der Decke. Da kann man schön schaukeln und manchmal kann man da auch. Vielleicht kommt auch eine Biene vorbei, da können wir der Biene streicheln oder, genau, ich wollte auch mal irgendwas Unsinniges gesagt haben. Okay, habe es verstanden, aber so, wenn ich Ihnen so ficke, dann bist du tot von mir, ich höre. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich
Glaub... Ja, ja. Ja, so ist, so ist. Was? Wie? Ja, ja. Warte kurz. Ach so, ja, dann warte ich kurz. So, jetzt habe ich kurz gewartet. Und nun? Was passiert jetzt Schönes? Trommelwirbel? Also, mit 25,96, dann bist du tot von mir. Darauf sollte ich jetzt warten, das ist ja langweilig. Aber willst du so vielleicht meinen Schwanz so sehen? Darf ich da so Post-it schicken? Du kannst ja mal schicken, ja, und meine E-Mail-Adresse, die steht ja da bei dir im System, dann kann ich das direkt mit so als Thumbnail nehmen oder so. Ich meine, sieht man ja eh nicht. Aber magst du mir so gerne blasen oder was? Nö, das nicht, aber... Wieso denn? Das ist ja ungewaschen. Ah, aber ich hab schon so meinen Schwanz so heute Morgen gewaschen. Hast du deinen Schwanz heute Morgen gewaschen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ah. Jeden Morgen so mal ich duschen. Ja, okay. Und magst du mich gerne so blasen oder was? Nee, heute nicht. Wieso denn? Morgen dann, ja? Oder so vielleicht, so wie ich dir so gesagt habe, bist du so heute voll mit Schwanz, ja? Bist du heute so richtig gefickt? Alles voll mit Schwanz, um Gottes Willen. Stellt euch mal vor, Leute, es wäre alles voll mit Schwanz. Aber kannst du mich so gerne deinen Arsch so kurz schicken? Aber weißt du, was mich mal interessieren würde? Warum sind eigentlich alle ausländischen Betrüger irgendwie sexuell, weiß ich nicht, unterfordert oder überfordert? Also, was für... Oh, okay. So wie ich dich am Anfang, okay, des Gesprächs gesagt habe, jetzt melde ich mich von Düsseldorf an. Okay. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht, weil ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass so eine Betrügerfirma in Deutschland arbeitet. Nee, machen die auch nicht, das ist richtig. Woher wissen Sie das? Soll ich Ihnen jetzt unsere Plattform so zeigen? Ja, aber du rufst doch auch nicht aus Deutschland an. Wie war das? Ich sage, du rufst doch auch nicht aus Deutschland an. Ja, aber das ist so eine Internetleitung und kommt immer in verschiedene Nummer. Nee. Und so verschiedene Länder. Du hast, hören Sie mich. Ja, ich höre. Was hast du heute gegessen? Schwanz? Ne, gerade habe ich eine Banane gegessen. Wir essen immer erst abends warm. Aber wenn du so Schwanz essen, dann kannst du dir so schmecken. Ja? Oh, ne, heute nicht. Naja, so. Und was machen wir nun? Was machen? Nur, jetzt, ich werde... Was denn? Also, willst du arbeiten mit uns, oder? Glaubst du jetzt ernsthaft noch? Wie viele Leute hast du denn heute schon so beschissen? Ich? Mhm. Ich niemanden. Mit dem Benehmen kriegst du auch keinen, das ist richtig. No. Okay, du Harabek. Dann geh mal so jetzt im Bahnhof, okay? Mhm. Und da kannst du so einen Mann finden. Mhm. Und dann geh mal weiter. Wohin soll ich denn weitergehen auf dem Bahnhof? Im Bahnhof ist doch Schluss mit dem Weg. Kann man doch gar nicht weitergehen. Okay. Ich habe so keine Zeit, so mit Ihnen zu verlieren. Du bist ein Arschloch, Mann. Oh, schade. Ein Schwul. Ja. Ein Schwul. Ein Hurensohn. Aber war immerhin ein nettes Gespräch. Kann man ein bisschen Zeit verbleiben. Ciao. Oh, jetzt schon? Ich dachte, wir ziehen das. Ciao. Jetzt. Ich habe so keinen Nerv, so mit Ihnen. Nee. Aber kannst du doch ein bisschen Pause machen? Ja, dann melde ich mich heute Nachmittag bei Ihnen. Jo. Ja, okay. Alles klar. Okay, ciao. Ja, und dann war der sehr zuvorkommende Mitarbeiter aus diesem Callcenter verschwunden. Also ich fasse nochmal zusammen. Mich ruft jemand an, der von der Börse anruft. Braunschweiger Börse, was war's? Ja, ich glaube Braunschweiger Börse. Und der ruft an, weil man da in Trading-Produkte investieren kann. Das Gespräch, ja, verlief dann aber irgendwie ein bisschen anders. Eigentlich ging es dann überhaupt nicht mehr um sein Trading-Produkt, sondern absolut nur noch um unterirdische, ja, anzügliche Störungen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist, ja, da findet man keine Worte mehr zu. Das ist wirklich der absolute Hammer. So krank habe ich die Gespräche tatsächlich noch nicht erlebt. Also ja, wir haben hier wahnsinnig viele kranke Gespräche auf dem Kanal. Und wir
haben hier auch wahnsinnig viele komische Betrüger, die immer wieder beleidigend sind. Und ziemlich oft mit, ja, unter der Gürtellinie. Aber das hier hat, glaube ich, alles gesprengt. Tja. Jedes Mal, wenn man denkt, man steigt in ein neues Level ein, dann ruft's nächste Mal der Nächste an und reißt alles wieder raus und macht's noch viel, viel schlimmer. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem heute gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, der abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr, wenn in Zukunft wieder was rauskommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.